Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep hier bei Terra. So, wir haben letzte Folge das Eiszeit erlernt. Das Nimmerland gefunden und betreten. Und jetzt werden wir erstmal diese ganzen Kommandos hier noch wieder austauschen, da nämlich irgendwie alle voll sind. So, Antigraf, Antigraf Ra, ja, schön. Ah, Ero haben wir noch gar nicht, das können wir gleich mal anlegen. Ja, Antigraf und da nochmal zweimal Vita. Wieder, nochmal wieder, so, wunderbar. Gut, Griffierpunkt ist fertig. Was nehmen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, das lassen wir einfach mal. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. So, Kommandofusion. Da benutzen wir doch jetzt mal was. Giftklinge machen wir mit Vitra. Okay, Glücksklinge. Nee, das will ich nicht haben. Okay, Giftklinge ist doof. Mach doch das jetzt da weg. Was heißt das wegmachen? Nein! Ach, Meine Fresse. So, Feuerschlag mit Schmetterklinge, da bekommen wir was Neues. Sehr gut, was haben wir denn am meisten? Den Freudenkristall? Anzahl BE-Kugeln oder Leuchtkristall? Feuer und andere Elementarschaden erhöht. Machen wir mal das. Feuerfest und Meteorsalbe, boah geil. So, dann haben wir hier Magie, Feuer und... Machen wir mal verdunkeln, sonst kommt wieder Zeitlupenfeuer raus. Das ist auch ein bisschen doof. Kraftkristall. Dunkel, Feuer und Abschlussmeister. Sehr schön. Blitz und Blitzra macht bestimmt Blitzgar, was auch sonst. Genau, mit dem Kombomeister. Blitzra, machen wir mal nur die anwendbaren, das ist nämlich auch immer so schlecht. Und Antigraf, das bringt uns. Antigraf Gar und den Luftkombo Plus, sehr hervorragend. Vita und Vitra bringt wahrscheinlich Vigra oder so, schätze ich mal. So, mit dem Luna-Kristall hätten wir Vigra mit Heilkunde, hervorragend. So, und Blitzra mit Blitzra ergibt bestimmt Blitzgar, was auch sonst. Zyklus-Kristall, harte Schule und Blitzgar. Und jetzt können wir nichts mehr fusionieren. Meteorsalve benötigt zwei Slots, krass. Gut, dann legen wir jetzt mal alles an, was neu ist mit den Abilities. Denn die sind wichtiger. Haben wir noch einen Heilzauber? Ja, Vigra haben wir noch erhalten, das kommt dahin. Und das andere Vitra, das lassen wir einfach mal. So, ein Haufen neues Zeugs, das wir hier bekommen haben. Bericht. Was gibt's eigentlich da Neues? Obwohl, den schauen wir uns an, sobald das fertig ist, die Welt hier. Zack, das speichern wir nochmal schnell, weil wir so viele neue Kommandos angefertigt haben. Also, 7 Stück circa. Gut. So, speichern erfolgreich. Da. So, und jetzt geht's hier weiter. Keine Unversierten. Schade. Da. Plop. Supertrank. Oh yeah. Und da ist der Schädelfelsen. Zum Schädelfelsen übersetzen. Ja. Das ging ja schnell. Was ist denn das für ein Zeugs im Meer? Sieht ja komisch aus. Meteorsalbe! Boah, Alter. Ist ja übel. Bam. Say goodbye.
Plupp, ein Allheilmetall. Yay. Oh, da geht's ja hoch. Sieh an. Und da sind wir oben. Ein Mimik. Welch Wunder. Au, lass mich los. Du böses Ding, du. Meteorsalve. Boom. Alter, das ist ja so heftig. So, gehen wir doch mal da rein. Dun, da, dun. Dun, dun, dun. Hopp. Ein Final Elixier. Und da sind wir nun angekommen. Well done. Pardon me, Captain, but it's about that shooting star I was mentioning to ye. Mr. Smee, I ordered you to drop that. I'll not have you gushing on about some shooting star. But Captain, most shooting stars twinkle for a bit and then they go out. But this one, it kept on sparkling and shining even after it crashed down. Why, what if it's really a big, enormous, priceless gemstone? Idiot! Why didn't you tell me? We've a bit of business to attend to and must, I fear, step away. I trust you can see to things till I return. Sure. When Peter Pan gets here, I'll be waiting. That old codfish. Looks like he's found himself a new flunky. I'll fly down and distract him. Men, you move in and nab the treasure. Are you Peter Pan? That's me. The light is not yours to take. Muss ich jetzt gegen Peter Pan kämpfen? Ernsthaft? Oh, Terra, du machst alles falsch, was man nur falsch machen kann. Weiße Peter Pan zurecht. Ja, so kann man es auch umschreiben, ihm Schlüsselschwert über den Schädel zu hauen. Ist kein Thema. Frisst das, Peter Pan. So, spüre die Macht. Wie ich dich nicht mehr fangen kann, Herr Erfolgen. Au, du Sau. Wie kannst du es wagen, mich anzugreifen? Meteorsalve! Wo ist er hin? Nein! Hui! Oh yeah! Scheiße. Das war die falsche Taste. Au! Na, komm schon! Bam! Vitra! Vitra! Du, Stück! Klingenauge Allianz! Ja, cool! Dam, dam, da, dam, da, da, dam, dam! What do you want with the light? Light? What light? Look, Pan! We got the chest! No! Not yet, you blockheads! Hey! Whoa! That hurt! Oh, sorry! Now what is this? Pirate treasure, of course. Jewels, doubloons. You know, the usual stuff. I've been guarding a pile of loot? Sounds like you've been tricked. I'll say. I owe you an apology. I picked a fight over nothing.
Oh, it was all in good fun. Not every day I get to fight such a good swordsman. Say, what's your name anyway? Terra. Right then, Terra. Which way did Hook go? They said something about a shooting star. Shooting star? Tinkerbell must be in danger. Men, guard that treasure with your lives! Aye, aye, sir! You go and get him, Pan! Well, I should be on my way. Ein D-Link zu Peter Pan. Ja, hervorragend. Und wie, du verlässt die Welt jetzt schon wieder. Ich bin noch nicht fertig. Gut. So, du haltst dich jetzt erstmal, weil Vita ist irgendwie nicht so der Burner für dich, wie ich gemerkt habe. Was haben wir denn eigentlich erlernt? Irgendwas mit Lichtklingen und so. Ist das ein Kommando gewesen? Nope. Gut, Lichtklingen. Ja, D-Link zu Peter Pan, ich weiß. Dankeschön. Status, Kommandoliste, Klingenaura. Schaltet sich frei, wenn du bereits einen Kommandostil hast und Feuer, Eis oder Schlag, zum Beispiel Feuerschlag-Kommandos, einsetzt. Interessant, cool. Die werden wir bestimmt irgendwann haben. Wie schaut es denn eigentlich mit den Abschlusskommandos aus? Ja, es dauert noch Ewigkeiten. Ich würde mal sagen, wir machen den Abschlussangriff wieder, damit wir das da oben bekommen. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So, dann suchen wir mal die Sternschnuppe. What the fuck? Wieso ist da jetzt ein Monster drin? Kann man hier eigentlich speichern? Untersuchen. Ja. Ja. Alter, nee, jetzt echt. Ich kann einfach mal hier abhauen, wenn die da drüben ungefähr aufgefressen werden. Genial. Einfach genial. Aber gut, so kann ich wenigstens hier nochmal kurz speichern. Zack. Ach, wie gut, dass ich es ungefähr 5000 Mal speichern will. So, gespeichert. Ta-da-dam. Ach, hoffentlich gibt es bei Kingdom Hearts 3 auch wieder Speicherplätze. Den werde ich nämlich auch wieder misshandeln, bis zum geht nicht mehr. So wie in jedem Kingdom Hearts Teil anscheinend. So, ja, wir fahren mal zur Schädelinsel, weil da irgendwas Großes, Gefährliches ist und die kleinen Kinder auffrisst, ne? Dun, dun, da, dun. So, was haben wir denn da Schönes? Lauf, Terra! Unversed. Stay back. Alles klar, so ein paar Unversierte, die kriegen wir leicht platt. Besiege eine große Anzahl an Unversierten. Dam, dam, da, dam. Hui! Bam, 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 bam! Oh yeah, wie geil. Können wir doch eigentlich mal kurz Peter Pan rufen? So, sterbe! Hui.
Verwirrschlag, Schwertfallserie. Okay. Hui. Oh yeah, Sturmlau. Ja, toll. Und das war's. Deckgröße gestiegen und wir haben kein Item für unseren Peter Pan gefunden. Sehr schade. Naja, was soll's. Aber die Deckgröße ist gestiegen. Boy, you sure cut that monster down to size. Ahoy! How fare ye, lad? Hook! Go hide. Fine. All's well. What's that? Tinkerbell, one of Peter Pan's dearest friends. Can I take a look? So long as I have his precious pixie, Pan's demise is all but assured. Peng, voll in die Fresse. What's the meaning of this? You know, I didn't give it that much thought. Just doing what my heart tells me. That's mutiny! And you'll walk the plank for it! That sound! Hooray! We sure showed Hook this time! Ach, das Krokodil ist lustig. Ah, ein Art Sternenhimmel. An was erinnert ihn das wohl? Every star up there is another world. Huh? Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts. And it's shining down on us like a million lanterns. What? I don't get it. In other words, they're just like you, Ven. What does that mean? You'll find out someday, I'm sure. I want to know now! Damals noch so fern und doch jetzt so nah. Also diese ganzen verschiedenen Welten. Oh, so much for the pirate treasures. Hmm. Did you guys really want the jewels and gold that badly? Hmm? Nah, we don't care about that stuff. But Pan was counting on us. I'll tell you what. Put the stuff that's really special to you in there. That can be your treasure. Yeah! Real swell idea! Thanks! Kinda makes me wonder what I'd put in there. Feenblüse, ein Schlüsselschwert mit geringer Reichweite. Toll. Aber hohe Magiewert. Super. Es ermöglicht häufig kritische Treffer mit hohem Schaden. Das ist wiederum gut. Nein, ich wollte doch noch die Welt erkunden. Mensch, Terra, du Arsch. Bleib doch mal da, wo du bist. This light. It's so warm. Okay, was ist das für ein Licht? Die Insel des Schicksals. Hm?
Eine Papu-Frucht. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. Ach, wer kennt diesen Baum nicht? Aqua. Ven. I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Was I guided here in order to meet that boy? Oh! Ahoy! We're over here! Riku, race ya! First one to the boat gets to be captain! Come on! You call that running? Outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But they won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once it was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be, and you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around, or below, or above, so long as you champion the ones you love. Riku! Come on, hurry it up! You gotta keep this a secret, okay? Otherwise, all the magic will wear off. Hey, what was that all about? You know.
Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. Hinter dem Horizont. Ein sehr ausgeglichenes Schlüsselschwert mit allgemein hohen Werten. Ja, und somit hat Riku die Macht des Schlüsselschwerts erlangt. Von Terra, damals. That light. Is it Ben? Master Terra, find me. We must speak at once. Master Xehanort. Gut, da hat Xehanort wohl wieder vor weitergegebene Stärke. Prostituell. So möchte Xehanort wohl mit dem Terra widersprechen. Ja, das werden wir auch machen. Was ist denn das? Die Insel des Schicksals. An der kann man auch nicht landen. Sehr schön. So, wir müssen bestimmt wieder dort am Schlüsselschwertfriedhof mit ihm quatschen. Was heißt denn hier Schlüsselschwertfriedhof? Ich meine, Steppe der Geheimnisse. Menü öffnen. Jetzt legen wir erst noch das neue Schlüsselschwert an. So, Feenblüte. Ja, Magie ist sehr gut, wenn wir die Aqua spielen würden, aber momentan nicht. Da nehmen wir doch mal den Hinter dem Horizont. Sein richtiges Schlüsselschwert. So, und damals, also, was heißt damals, wo wir in Kingdom Hearts 2 gegen den schwankenden Willen gekämpft haben, hat auch diese Rüstung gesagt, du bist nicht der, den ich auserwählt habe. Und ja, wie wir wissen, war das natürlich die Rüstung von Terra und ja, er meinte damit, dass es Riku ist, aber anscheinend war das dann Sora und das hat ihn ein bisschen angepisst anscheinend. Und deswegen wollte er ihn testen und wenn wir ihn besiegt hätten, dann wären... Ja, hätte er gesagt, ja, okay, du bist dem würdig, bla bla bla, und das war's eigentlich. Was riss ich jetzt da aus? Ich dachte, nee, einfach Folger. Haben wir noch was anderes erhalten eigentlich? Hier hinten? Nö. Gut, dann machen wir den Bericht noch schnell fertig. Die Geschichte. Nimmerland und Insel des Schicksals. Statistik, Treffer, aha, sehr schön. Unversierte Missionen, Bibber, Glibber, interessant. Charaktere, Nimmerland, da gibt es auch ein paar. Die Insel des Schicksals, Sora, ein fröhlicher und aufgeweckter Junge. Zusammen mit seinem Freund Riku verlebt er sorgenfreie Tage auf einer abgelegenen Insel. Riku, ein Junge, der sich nach den großen, weiten Welt sehnt. Ihm wird von Terra die Kraft des Schlüsselschwerts übertragen. Seine Freundschaft zu Sora ist ihm sehr wichtig und er ist überzeugt davon, dass irgendwo da draußen die nötige Stärke auf ihn wartet, um all seine Freunde beschützen zu können. Ja, und die hat er gerade erhalten. So, in Nimmerland gibt es noch einige Schätze. Sticker-Album, haben wir da neuen gefunden? Nee, aber da gibt es drei und wir haben noch keinen einzigen gesehen. Ja, hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann mit Meister Xehanort hier an dieser Steppe mal ein bisschen quatschen, denn der hat uns zu sich beordert. Gut, dann ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.